weit man's heil. Hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Pünktlich zum August gibt es heute eine Folge zum Thema Plattjagd auf den Rehbock. Ich bin gespannt, was du vielleicht auch an eigenen Erlebnissen dabei schon hattest und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit dieser neuen Folge. Auf die Ohren und bis gleich, deine Anja. August, die Plattjagd beginnt und je nachdem, wo ihr euch regional befindet, ist sie vielleicht schon fast auf dem Höhepunkt. Bei uns in den höheren Lagen ist alles ein bisschen später, deshalb hoffe ich, dass meine Folge auch bei euch zeitlich noch reinpasst. Ja, für viele ist ja die Plattjagd auf den roten Bock als Niederwildjäger doch so ein bisschen auch der Höhepunkt im Jagdjahr. Als Jäger braucht es für die Plattjagd Erfahrung, natürlich auch spezielle Kenntnisse und wie immer ein bisschen Glück. Denn das Jagen und das Singen, das kann man nicht erzwingen. Das sagt mein Mann mir auch immer, wenn ich wieder ein bisschen traurig von der Jagd komme, weil ich keine Gelegenheit hatte, auch etwas zu erlegen. Aber okay. Die Blattzeit selber fällt in die Hauptprobe des Rehwildes und dauert von Mitte Juli bis Anfang August. Und wie schon erwähnt, je nachdem, wie die geografische Lage ist, also die Höhenlage, ergeben sich da auch immer wieder terminliche Verschiebungen. Und als eigentliche Jagdzeit wird die zweite Hälfte der Brunft bezeichnet, wenn also die Rehböcke die noch brunftigen Stücke suchen und dann auf dem Brunftlaut das sogenannte Platten auch zustehen. Einzelne Schmalrehe oder Ricken, in Teilen der Republik auch Geißen genannt, können dann sogar auch noch in der Nachbrunft beschlagen werden. Das ist der Zeitraum von November bis Dezember, ist aber jetzt nicht so die Regel und für unsere Plattjagd spielt auch nur die Hauptbrunft eine entscheidende Rolle. Die Brunft beim weiblichen Rehwild wird durch Zeitgeber ausgelöst. Und der wichtigste davon ist eine Tageslänge von 15,5 Stunden. Dann werden annähernd alle weiblichen Rehe brunftig. Und nach milden Wintern, wenn auch ein früher Setzbeginn gewesen ist, dann kann durchaus mit einer frühen Brunft gerechnet werden. Wie findet jetzt der Bock die Ricke? Zum einen durch den Geruchssinn und zum anderen durch akustische Signale, die von dem brunftigen Ricken ausgestoßen werden. Und dieses Fiepen, diese Geräusche also, werden dann vom Jäger bei der Plattjagd nachgeahmt. Es gibt wirklich sehr viele tolle Aufnahmen und Beiträge, wie immer bei YouTube. Also da kann man reinhören. Es gibt auch es gibt jede Menge Apps, wo man sich das anhören kann. Wenn es mir technisch gelingt, baue ich das hier noch ein. Deshalb, ich will mal noch nicht zu viel versprechen. Werfen wir einen Blick aufs Brunftritual. Das Brunftspiel vom Bock und dem weiblichen Stück erfolgt immer nach einem bestimmten Ritual. Wenn also der Bock seine Ricke oder das Schmalreh gefunden hat, dann beginnt er mit dem Treiben, das oft mehrere Stunden und auch durchaus bis zu einem Tag anhalten kann. Das wird als Vorbrunft bezeichnet und ist die Zeit, in der sich die Ricke noch nicht beschlagen lässt. Es wird sehr häufig zwischendurch geäst und das Treiben fördert bei der Ricke dann den Follikelsprung, also den Eisprung. Interessanterweise habe ich jetzt in einem anderen Beitrag gelesen, dass nicht der Bock treibt, sondern die Ricke. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ansichten. Der Bock selber findet und folgt die Ricke auf der Duftspur und durch die Flucht der Ricke wird dann das Treiben ausgelöst. Es wird
von der Ricke abgebrochen, indem sie stoppt und nach hinten äugt. Das ist dann die Aufforderung zum Folgen. Und der Bock schließt dann auf, schnuppert natürlich wieder entsprechend. Er imponiert, er schlägt seinen Spiegel und er flämmt. Und oft harnen dann auch beide Partner nochmal. Anschließend zeigt die Ricke die Sprungaufforderung an und flieht erneut, aber eben wesentlich langsamer und sie gibt dabei Fieblaute von sich. Dieses zweite Treiben, das dauert dann von 2 bis 10 Minuten ungefähr und erfolgt dann in einer Kreisbahn oder Achterschlinge und die Distanz ist dann wesentlich geringer. Das heißt, der Bock folgt in kurzer Distanz mit einem naso-analem Kontakt und er streckt dabei den Träger und das Haupt nach vorne. Jetzt wird's schön, jetzt entstehen nämlich bei diesem Treiben die sogenannten Hexenringe, die wir sehr häufig auch draußen sehen können und wo der eine oder andere denkt, es hat einen UFO-Angriff gegeben. Immer wieder nett anzusehen und anzuhören, wenn die Diskussionen dazu losgehen, warum im Getreide solche Ringe sind. Nach dem Beschlagen dann geht wieder ein naso-analer Kontakt voraus und danach tun sich die beiden oft nieder. Wenn es dann zu einem wiederholten Imponieren gekommen ist, dann beschlägt der Bock erneut, wobei das Treiben dann nur noch angedeutet wird. Interessanterweise kann ein Bock eine Ricke bis zu 20 Mal oder eben auch bis zur völligen Erschöpfung beschlagen. Die Böcke treiben sowohl morgens als auch mittags und abends und der Beschlag selber kann dann an allen Tageszeiten erfolgen. In der Regel werden erst die Schmalrehe und dann die führenden Ricken prumpftig, also die sind sozusagen später dran. Die prumpfte Ricke dauert dann 3 bis 4 Tage und wenn die Ricke ein Kitz führt, dann ist es kürzer als bei den Schmalrehen. Danach verlässt sie der Bock und sucht sich ein neues, prumpftiges Stück. Und wie das halt im wahren Leben immer so ist, in der Brunft kommt es dann auch zwischen den suchenden Böcken, die ihren Einstand verlassen, zu territorialen Kämpfen. Meistens bekämpfen sich dann gleichaltrige oder gleich starke Böcke und es kann dabei zu den bekannten Forkelverletzungen kommen. Jetzt ein bisschen intensiver in die Plattjagd reingehört. Bei der Plattjagd ahmt der Jäger dann unter Beachtung des Windes in einer hoffentlich guten Deckung die Prumpflaute des weiblichen Rehwildes nach und er versucht natürlich damit die suchenden Böcke anzulocken. Günstige Voraussetzungen für die Plattjagd sind warme und schwüle Witterung, Abkühlung in der Nacht, also wo sich auch Tau bildet, auch nach Gewitterregen. Ungünstig sind kühle Witterungen, Sturm und starker Regen. Ich habe jetzt dazu selber auch noch mal versucht, ein paar Informationen ranzubekommen, weil bei uns im Moment das Wetter einfach, ja, ich sag mal, es ist einfach Mistwetter. Es regnet permanent, es ist jetzt nicht wirklich warm, wir haben immer so 18 Grad, wenn die Sonne rauskommt, ist es schön, aber überhaupt nicht Sommer und so gar nicht das Wetter, was ich mir für die Prumpfzeit gewünscht hätte, weil ich will ja jetzt unbedingt das mit den Platten ausprobieren. Und ich habe auch einige Infos dazu gelesen, dass das Wetter an sich nicht zwingend der maßgebliche Entscheidungsausschlag ist, sondern eher ist es konstant. Also es kann durchaus regnen, aber es sollte halt schon nicht zu kühl sein und es sollte möglichst konstant sein. Das heißt also nicht einen Tag heiß und am nächsten Tag kalt und sehr windig. Ich bin gespannt. Ich kann mich da auch nur überraschen lassen, weil mir fehlt es da auch noch an eigene Erfahrung, aber ich habe es jetzt auch schon ausprobiert. Lasse ich gleich nochmal mit einfließen. Also, man kann jetzt natürlich an unterschiedlichen Stellen ansetzen, um zu platten. Die einen sagen, dass von ebener Erde aus, also aus dem Schirm oder vom Sitzstock heraus, es sich besser plattet als vom Hochsitz. Und im günstigen Gelände macht man am besten sogar eine Stehpirsch. Wichtig ist, der Jäger muss sich natürlich hier wirklich sehr gut tarnen. Ich selber habe es jetzt immer nur vom Hochsitz aus gemacht und mit zweierlei Erfolg
von gar nichts gesehen und gehört bis zu, ups, da kommen auf einmal zwei Böcke an, war jetzt alles dabei. Und das eben auch nicht gerade bei mega tollem Wetter. Es hat gestern geregnet. Tja, was nimmt man denn jetzt zum Platten? Der Jäger selber kann die verschiedensten natürlichen Hilfsmittel oder natürlich auch künstliche Hilfsmittel benutzen. Früher hat man die dünnrebigen Blätter von Buchen oder auch breitblättrige Gräser benutzt und auch einen Mundfiebton kann man damit erreichen, der sich sozusagen sowohl für die Kids als auch für die Schmalreh-Fiebton-Imitation eignet. Selbstverständlich gibt es heute im Handel jede Menge verschiedener Blattinstrumente und die sind natürlich viel, viel einfacher zu handhaben als die natürlichen Hilfsmittel und funktionieren damit auch sicherer. Also es gibt hölzerne Pfeifchen, wo man mit Lamellen oder Membranen die Tonhöhe verstellen kann. Es gibt auch die Gummibälle zum Drücken. Ich habe jetzt diesen Buttolo-Platter, das ist wirklich dieses Gummiteil, weil mein Mann das einfach hatte und da habe ich gedacht, dann probiere ich das aus. Ich habe aber schon einige Videos mir angeschaut, wo dann eher diese anderen Platter zu sehen waren und bei uns ist jetzt im Oktober Messe, da will ich mich mal vor Ort ein bisschen schlauer machen. Also ich glaube, da muss jeder wirklich gucken, was für ihn am besten ist und mit ein bisschen Hilfe von jemandem, der das schon macht, kriegt das mit Sicherheit auch jeder von euch hin. Die Dauer der Rufzeit je Blattstand sollte ungefähr 20 bis 30 Minuten betragen. Also wenn danach kein Bock gekommen ist, dann sollte man sozusagen den Stand wechseln. Du als Jäger ahmst verschiedene Fiebtöne nach. Also du kannst den Kitz, Schmalreh oder auch den Rickenfiebton machen und die unterscheiden sich dann in der Tonlagenhöhe. Für die Blattjagd selber empfiehlt sich ein Rufschema und das bedeutet, dass die Fieblaute in Rufserien abgegeben werden. Eine Serie besteht dann aus 5 bis 6 Fieblauten, also entweder den Kitz oder zum Beispiel den Schmalreh-Fiebton. Und zwischen jedem Fieblaut solltest du einen Abstand von 3 bis 4 Sekunden einhalten. Dann machst du natürlich eine Beobachtungspause zwischen jeder Rufserie von 2 bis 3 Minuten. Und auch auf eine ähnliche Art und Weise wird der Sprengruf verwendet, wobei man dann daran an diese Rufserie noch Fieblaute anhängt. Der Sprengruf ist ein wesentlich verstärkter Fiebton, der ein bedrängtes, herangetriebenes Stück vortäuscht. Und das Geschrei täuscht höchste Bedrängnis vor und soll so unseren Territorialbock auf die Bildfläche bringen sozusagen. Aber wenn selbst dieses Geschrei ohne Reaktion bleibt, dann kannst du echt den Blattstand wechseln, der Bock ist einfach nicht da. Womit du die akustischen Reize auf dem Bock noch verstärken kannst, ist, indem du gleichzeitig mit dem Fieben auch noch Plätzen und Fegen nachahmst. Und ich sag mal, für die Ausübung der Blattjagd bedarf es sicherlich einiger Erfahrung. Auch, dass man einfach so ein bisschen weiß, wie ist im Normalfall das Verhalten der Tiere hier bei mir im Revier. Du brauchst Geduld und Glück. Und es gibt natürlich im Fachhandel auch wieder noch andere Hilfsmittel, mit denen du richtig das Platten erlernen kannst. Wichtig ist auch, wenn du die Blattjagd zur falschen Zeit ausübst oder du wirklich grobe Fehler machst, dann kannst du dein Revier auch schnell verplatten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob mich jetzt dafür die gestandenen Jäger steinigen, ein paar technische Tricks und Hilfsmittel angewandt. Ich habe mir tatsächlich diese App runtergeladen bei Apple und habe dann einfach dieses MP3 laufen lassen und ich fand, das ist auch sehr gut angekommen draußen im Revier. Tja, ich habe noch ein paar Tipps für dich, wie du tatsächlich zu einer erfolgreichen Blattjagd auf den Rehbock kommst. Tja, also, als erstes, was passiert, wenn da vielleicht auch andere Wildarten auf das Locken abfahren? Hin und wieder gibt es tatsächlich Informationen oder Berichte, dass auch Sauen zum Beispiel auf den Kitzfieb zugestanden haben.
Ob das tatsächlich so ist, lässt sich jetzt nicht abschließend so klären, aber auch Füchse und anderes Raubwild reagieren auf dieses Angstgeschrei, weil sie das natürlich auch einfach aus ihrem Alltag kennen und dann wittern die leichte Beute und es kann durchaus sein, dass auch Raubwild sich sehen lässt oder ein Fuchs zusteht. Nochmal die Frage mit dem Wetter. Welche Rolle spielt das Wetter bei der Brunft? Wärme wirkt sich positiv aus. Hitze ist jedoch wieder nicht so gut. Das lähmt die Tiere und die Rehe verlagern das Brunftgeschehen dann lieber auf die kühleren Nachtstunden und bei Vollmond verstärkt sich dieser Effekt nochmal. Das heißt also, wenn du solche Bedingungen hast, dann heißt es früh aufstehen und die kühlen Morgenstunden ausnutzen. Kann es auch passieren, dass mehrere Reifböcke springen? Entschuldigung. Ja, zur Blattzeit ist natürlich alles möglich. Und man sagt, in guten Rehwildrevieren, da ist an manchen Stellen echt ein Kommen und Gehen. Und es tauchen manchmal zeitgleich unbekannte Böcke auf, die sich das ganze Jahr über geschickt unseren Blicken entzogen haben. Musst du bei der Lockjagd immer Tarnkleidung tragen? Tja, wer sich tarnt, der hat natürlich auf lange Sicht definitiv mehr Weidmannsheil. Du solltest also neben einer entsprechenden Jacke auch vor allem an Handschuhe denken und eventuell einen Mückenschleier tragen, denn in der Regel verraten die hellen Hände und das leuchtende Gesicht den Jäger. Diesen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gestern Abend. Ich war auf dem Hochsitz, hab dort gelockt, dann kamen da zwei Böcke in einer wirklich affenartigen Geschwindigkeit an. Der eine war sofort verschwunden und der nächste kam wieder zurück und ich hatte das Gefühl, der guckt mich die ganze Zeit an. Ich habe kaum mich getraut zu atmen, geschweige denn konnte ich meine Waffe in die richtige Richtung drehen, weil der immer wieder hochgeschaut hat. Ich hatte das Gefühl, der guckt mich genau an. Und ja, ich habe nun mal, wer das eine oder andere Bild von mir gesehen hat, echt helle Haut und blonde Haare und es war dämmerig und ich habe so gedacht, scheiße, dein Gesicht leuchtet hier in der Nacht. Ich hatte alles andere an, ich hatte einen Hut auf, ich hatte passende Jagdkleidung an, aber keine Handschuhe. Diesen Tipp, den nehme ich mir jetzt selber nochmal mit. Ich habe ganz leichte Sommerhandschuhe, die werde ich das nächste Mal auf jeden Fall anziehen, wenn ich auf Bockjagd gehe. Und was ich mit meinem Gesicht mache, das weiß ich noch nicht, aber so deutlich gespürt wie gestern, dass mich meine helle Haut tatsächlich verraten könnte, habe ich das vorher noch nie. Deshalb, ja, ist vielleicht etwas, worüber man nachdenken sollte. Munition, Kaliber. Genügt bei der Bockjagd die 222 Remington. Unsere Rehe sind zwar nicht sehr schusshart, aber wegen der dichten Vegetation sind Kaliber wie die 308 Winchester durchaus besser geeignet als die leichten 5,6er oder auch die 7,62mm Geschosse bringen fast immer Ausschuss und sorgen für deutlich mehr Schweiß als die leichten Geschosse einer 222 oder 223 Remington. Ich weiß, dass es tatsächlich auch Jäger gibt, die diese Munition bzw. Kaliber verwenden, speziell für die Jagd auf das Rehwild. Ich habe mich damals für eine universellere Variante entschieden und schieße die 308 und bin damit auch sehr zufrieden. Kommen wir zur nächsten Frage. Braucht man eine besondere Büchse für die Plattjagd? Weil es beim Platten natürlich oft sehr schnell gehen muss, brauchst du eine Waffe, die du blind beherrschst. Ob das jetzt eine einläufige Kipplaufbüchse oder ein Repetierer ist, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, je führiger die Büchse ist, desto besser ist es auch. Ja, was wäre vielleicht noch? Welcher Rehlocker ist der beste? Wie immer kann man nicht pauschal beantworten. Es ist natürlich von Vorteil, wenn du mit einem akustischen Locker möglichst viele verschiedene Laute machen kannst, also vom Kitzvieh bis hin zum Angstgeschrei. Je mehr du da imitieren kannst, je besser ist es. Wer unmusikalisch ist,
habe ich hier gerade gelesen, der sollte einen ganz einfachen Blatter verwenden, weil das immer noch besser wäre, als gar nicht zu locken. Ja, kann man einen gefehlten Bock nochmal heranplatten? Da sagt man, dass das an demselben Tag ein bisschen schwierig ist, den Bock nochmal zu überlisten. Unmöglich ist es aber nicht. Ich hatte gestern das Gefühl, nachdem der dann wieder abgedreht ist, dass mein weiteres Platten gar nichts mehr erfolgreich gemacht hat. Aber es hat sich bei uns auch nicht angetan, gestern nochmal den Ansitz zu wechseln, weil wir als Gemeinschaftsansitz unterwegs waren und es gab quasi feste Plätze. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich tatsächlich noch auf einen anderen Ansitz gegangen. Ja, das heißt also, sogar angeschweißte Stücke haben nochmal aufs Platten zugestanden, obwohl sie am Vortag nachgesucht worden sind. Also auch das ist ja etwas, was, ich sag mal, aus meiner Sicht jetzt nicht so weitgerecht ist. Wenn ich also ein Stück angeschossen habe und ich habe Schweiß gefunden, dann sollte ich natürlich eigentlich so lange suchen, bis ich das Stück gefunden habe mit einem entsprechend ausgebildeten Hund. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder gut zu wissen, wenn dir das also nicht gelungen ist, dass du tatsächlich am nächsten Tag dort nochmal versuchen kannst, um dann möglicherweise weitgerecht das Stück zu erlegen. Tja, was solltest du tun, wenn der Bock spitz vor dem Sitz verhofft? Es ist natürlich zu vermeiden, dass spitz von vorn das Stück zu beschießen, weil die Gefahr besteht, dass der Pansen verletzt wird. Also solltest du lieber warten, bis der Bock abdreht und sein Platt zeigt, und man sollte wirklich auch auf Trägerschüsse verzichten. Ich habe das auch so gelernt und deshalb habe ich das gestern auch einfach nicht gemacht. Weil ich habe euch ja jetzt gerade schon erzählt, dass der mich die ganze Zeit angeschaut hat und das hat er natürlich von vorn gemacht. Und er hat sich einfach kein Stück zur Seite gedreht. Was passiert, wenn du falsche Töne hervorbringst? Vergrämst du dann deinen Bock? Also ich sag mal, wenn da mal ein Ton daneben geht, ist das nicht ganz so schlimm und die meisten Böcke reagieren auf solche akustischen Ausrutscher überhaupt nicht. Deshalb mach einfach weiter und musiziere und sei auf alles vorbereitet. Jetzt kommt es noch zu einer weiteren sehr interessanten Frage. Wie bekommt man denn einen zustehenden Bock zum Verhoffen? Das hätte ich mich wahrscheinlich auch gestern noch mal vorher ein bisschen damit beschäftigen sollen, dann hätte ich da wahrscheinlich besser mich ausgekannt. Wichtig ist, du sollst ihn anschrecken. Der Warnlaut sorgt dafür, dass das Stück sofort oder zumindest nach wenigen Sprüngen verhofft und sichert. Keine andere Wildart lässt sich so zuverlässig zum Verhoffen bringen wie das Rehwild. Tja, also wenn ich noch mal so einen Tag wie gestern habe, mache ich das dann. Ich habe mich das gar nicht getraut, ehrlich gesagt. Tja, letzte Frage: Was tun, wenn der Bock nicht springen will? An manchen Tagen scheinen die Böcke gegen unsere Verführungen wirklich total immun zu sein. Aber lass dich davon nicht entmutigen, kein Problem. Das kann am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen. Wechsle einfach den Platz und versuch später nochmal. Und manchmal hilft es tatsächlich auch, wenn du in Gänsefüßchen härtere Töne beim Platten anschlägst, also vom Kitzfieb zum Angstgeschrei wechselst. Und interessant ist einfach auch, dass du in dieser Zeit dein Revier nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen kannst. Du kannst dich ausprobieren und wenn es eben nicht gleich beim ersten Mal klappt, dann gehst du da in 2, 3 Tagen später einfach nochmal hin und jedes Revier ist anders. Auch unsere Tiere sind anders. Beim einen ist Anfang August schon richtig was los und beim nächsten ist es einfach ein paar Tage später. Wie gesagt, die Höhenunterschiede spielen eine Rolle, das Wetter spielt eine Rolle und lass dich einfach nicht entmutigen. Mach es einfach, auch wenn du vielleicht noch niemanden hattest, der dir das jetzt genau gezeigt hat. Lass notfalls die App laufen, hol dir so einen ganz einfachen Platter. Was soll denn schon passieren? Na, eigentlich kannst du nur dazulernen. Und ich habe dann auch einfach losgelegt. Und wie gesagt, gestern kamen ja die ersten an. Ja, die waren mega schnell, damit hatte ich nicht gerechnet. Die waren eigentlich fast wie bei einer Treibjagd unterwegs und haben gar nicht verhofft.
Und ich hatte auch gestern noch Anblick von einer Ricke mit einem Kitz. Allerdings standen die immer so nah beieinander, dass du die einfach nicht hättest sicher ansprechen können. Also das heißt, das Kitz konnte ich sehr gut ansprechen. Aber wenn du dir vorstellst, das Kitz steht vor der Ricke, ist natürlich auch noch ein bisschen kleiner. Wenn ich das Kitz gut getroffen habe, dann habe ich automatisch die Ricke verletzt beim Lauf oder an irgendeiner anderen Stelle. Also auf jeden Fall nicht tödlich. Und das wollte ich dann einfach nicht riskieren. Und dann habe ich einfach gehofft, dass die beiden nochmal in Gänsefüßchen herangeschlendert kommen, wenn sie von ihrer, ja, von ihrer Revierrunde zurückkommen. Das hat sich leider zerschlagen, aber ja, ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich überhaupt was sehe da draußen. Und in diesem Sinne, wenn du jetzt gerade noch fleißig lernst oder gerade dabei bist, zu überlegen, ob du den Jagdschein machst, ich kann dich da immer nur wieder, ja, darin bestärken. Es ist einfach so meditativ, da draußen im Wald zu sein. Selbst die Tage wie gestern, an denen es dann einfach konstant regnet, dieses Prasseln des Sommerregens, also es war ein schöner gleichmäßiger Landregen gestern, die Dämmerung zog rein, da fährt man sich einfach so mega runter. Deshalb, wenn du im Lernstress bist, lass einfach mal die Bücher, setz dich auf irgendeinen Ansitz oder einfach mitten in den Wald, wenn du da dich nicht traust, dich einfach anzusetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine super erfolgreiche Lernzeit, eine spannende Blattzeit und meldet euch doch mal, welche Locker ihr benutzt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie es war, vielleicht den ersten Bock zu erlegen. Ich bin mega gespannt und werde natürlich auch berichten, wenn ich dann den ersten Bock des Jahres erlegen konnte. Anblick hatte ich ja schon. In diesem Sinne, Horido und Weidmannsheil, bis zur nächsten Folge mit mir und vielleicht auch dir, deine Anja. Damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.